Hallo zusammen, ich habe hier zwei Kühlschränke. Die haben beide eine Breite von 42 cm oder 420 mm, laufen 12 24 Volt mit Kompressor. Es gibt noch Option mit der Vorrangschaltung auf 230 Volt. Und diese beiden Kühlschränke, die werden sehr oft, also Kastenwagen, die dann ausgebaut werden. Und die haben hinten, wenn wir diesen Kühlschrank hier anschauen, hinten auch eine Dachschräge, dass eben der Kühlschrank unter das Dach montiert werden kann. Und wir haben oben hier bei diesem Schrank die Abluft. Und die Luft zieht er dann von hinten, entweder über Öffnungen unten hier hoch. Hier wird die Wärme abgegeben und hier weggetragen. Es gibt Mitbewerber, die ziehen die Luft hier oben an, ziehen sie nach hinten und blasen sie wieder hoch hier raus. Jetzt habt ihr so einen Bus mit 2 Meter Höhe oder 1,90 Meter Höhe. Dann ist er auf dieser Höhe, dann saugt er die warme Luft hier oben an und bläst sie wieder hoch raus. Und dann haben wir hier oben so einen Wärmestau. Und bei dem ziehen wir das so oben durch. Bei diesem Kühlschrank hier, da haben wir einen Kühlaggregat jetzt hier oben drauf. Wir haben Standard 1,5 Meter Leitung. So kann man das Kühlaggregat zum Beispiel unter das Möbel stellen oder sogar wegstellen, irgendwo anders hin. Hier gäbe es auch die Option, dass man eine längere Leitung macht. Das verlinke ich euch in einem Video am Schluss. Und auch hier bei diesem Schrank haben wir diese Schräge, dass der in Kastenwagen eingebaut werden kann. Aber hier brauchen wir keine Belüftung vom Kühlaggregat, weil das Kühlaggregat ja extern ist und die Abwärme wird hier beim Kühlaggregat an diesem Wärmetauscher abgegeben. Ich spreche von Wärme abgeben. Ein Kühlschrank kühlt ja nicht, sondern ein Kühlschrank macht weniger warm. Das heißt, er zieht die Wärme, Wärme ist eine Energieform, aus dem Kühlschrank raus und gibt sie irgendwo ab. Und dann wird es im Kühlschrank drin weniger warm. Wir haben hier jetzt die Türe so und hier die Türe so. Wir haben hier ein kleines Eisfach. Hier haben wir ein größeres, also ein Tiefkühlfach, hier auch. Ein Tiefkühlfach, man könnte hier jetzt das Tiefkühlfach rausnehmen und dann hat man einen größeren Kühlschrank. Nur dann habe ich unter Umständen hier eine Kondenswasserbildung und das tropft dann auf die Ware. Wir haben zwei Türfächer identisch. Ich sag mal, die Geräte sind identisch. Der große Unterschied, dieses Gerät kommt ab Italien, hergestellt in Italien, also EU, und dieses Gerät kommt ab China. Ja, von hinten sehen die Geräte nicht speziell aus, weil die werden ja schlussendlich dann eingebaut. Hier haben wir ab diesem Jahr das Kältemittel R600 drauf und jetzt sage ich euch, dass das Gerät auch das R600 A hat, also nicht R600, sondern R600A, Isobutan, hat es auch, aber ich habe hier aus der Ausstellung einen Kühlschrank genommen und der hat noch das Drop-In von R134A, 1234YF, aber neu, ab diesem Jahr haben wir auch hier das natürliche Kältemittel R600A. Das hat auch ein GWP, der sehr klein ist, von 3, das könnt ihr bei Wikipedia oder sonst irgendwo nachschauen. Und auch das ist das CO2-Äquivalent bei beiden Kühlschränken sehr tief. Also den GWP, das ist das globale Erwärmungspotenzial und das CO2-Äquivalent, das ist ein Schwachsinn, Punkt. Aber der Zoll will jetzt, dass wir auf dem Tippenschild das auch noch ausführen und irgendwie ein Zertifikat dafür machen. Dabei interessiert das
in den letzten paar Jahren keine Sau, ob jetzt da zum Beispiel welches Kältemittel drin ist. Hauptsache das Bier ist kalt. Hier habe ich eben diese Leitung. Hier habe ich einen Ablaufschlauch, den ziehe ich unter das Fahrzeug raus. Bei diesem Kühlschrank habe ich den Ablauf innen drin. Also das heißt, ich muss das Kondenswasser innen drin auffangen, weil ich kann ja das Wasser, bei gewissen Kühlschränken, kann ich das Wasser sammeln und oben auf den Kompressor leiten und dann wird das Wasser verdunstet. Das geht aber nicht, wenn der Kompressor höher ist als der Kühlschrank. Eben hier das Aggregat fest. Das wird hier oben, bleibt das verbaut. Das kann, könnte man auch wegnehmen und extern setzen. Nur da ist der Aufwand dann relativ groß. Also könnte diesen Kühlschrank auch haben mit hier 3 Meter Leitung. Das ist überhaupt kein Problem. Da kann man das Kühlaggregat extern setzen, das Kabel hier verlängern und dann wäre das extern, nur der Kühlschrank ist nicht für das vorgesehen, eben oben montieren. Bei diesem Kühlschrank das Aggregat extern und das Kühlschrank irgendwo in ein Staufach rein. Preislich sind die Kühlschränke, ja, ich sag mal, fast 200 Franken auseinander. Ja, hergestellt in China, Massenprodukt, Standard. Große Serien und hier Kleinserien und halt europäische Löhne, auch wenn sie in Italien sind. Ich verlinke euch unten den Link in den Shop. Weiter habe ich euch verlinkt den Katalog und wenn ihr Fragen habt dazu, fragt mich in die Kommentare oder per E-Mail an uns. Kontaktdaten stehen auch unten drin. Die Geräte sind am Lager verfügbar, zurzeit eigentlich ohne Einschränkung. Aber das Video ist ja in den nächsten 5 Jahren vielleicht online und dann kann sich das ändern. Da seht ihr aber im Shop, was da los ist. Ich verlinke euch hier ein Video über den größeren Kühlschrank von der Baureihe und hier unten ein Video von diesem Kühlschrank in der Baureihe und ich wünsche euch einen schönen Tag.